22. September, 175 Jahre Diakonie. Wittenberg im September 1848. Ein evangelischer Kirchentag trifft sich dort, um miteinander darüber zu beraten, wie eine Kirche in Deutschland als Organisation funktionieren kann. Damals war der Begriff Kirchentag noch anders geprägt. Aber schon damals hat es kluge Menschen gegeben, die sich einbrachten und ihr Thema nach oben spielten. Johann Hinrich Wichern, der Pastor aus Hamburg, war so einer. Er kritisierte mit scharfen Worten die Untätigkeit seiner Kirche angesichts der dramatischen sozialen Lage. Durch die Industrialisierung war die Gesellschaft im Umbruch. In ganz Deutschland verarmten große Teile der Bevölkerung. Wichern setzte dagegen seine Idee eines großen Netzwerkes der rettenden Liebe. Tatsächlich war dies die Geburtsstunde der inneren Mission, der heutigen Diakonie. Und deshalb, jede und jeder soll den anderen mit der Begabung dienen, die ihnen Gott gegeben hat. Musik.